Rüdiger, was ist das für dich für ein Spiel? Du hast mit Marco Rose eine Lizenz gemacht, du bist, glaube ich, schon ein bisschen befreundet. Wie ist das für dich? Ja, ich glaube, dass ich habe einige Trainerkollegen, mit denen ich entweder die Lizenz gemacht habe oder mit denen ich auch befreundet bin in einer Art und Weise, ja, sodass man sich immer wieder mal austauscht. Ich glaube, das Besondere ist einfach DFB-Pokal. Das Besondere ist natürlich der Gegner Borussia Dortmund für uns als Verein auch. Und wir wissen auch, dass ein richtiges gutes Kaliber auf uns zukommt. Ja, und wir wissen aber auch, dass es immer eine kleine Chance gibt. Und genau diese wollen wir nutzen. Wir werden keine 10 von 10 Spielen gegen Borussia Dortmund gewinnen, aber vielleicht können wir eines so gestalten, dass man als Sieger vom Platz gehen kann. Und genau das müssen wir am Samstag versuchen zu erreichen. Und dieses Spiel wollen wir am Samstag abliefern. Stefan Grazielius vom Wiesbadener Kurier hat die nächste Frage. Wie sieht es denn personell aus? Sind alle dabei, jetzt auch im Sechs dabei waren und vielleicht auch ein Rückkehrer jetzt schon so weit, dass er für einen Kader in Frage kommt? Ja, personell sieht es richtig gut aus. Ja, Gianluca Corte ist der Einzige, der im Endeffekt gar nicht auf dem Trainingsplatz ist im Moment, der uns im Moment noch fehlt aufgrund der Meniskusprobleme. Stefan Stangl hat heute Morgen teilaktiv oder auch gestern schon teilaktiv mitgemacht, ist schon zum Teil im Mannschaftstraining mit integriert. Und alle anderen sind voll im Mannschaftstraining integriert. Das heißt also auch Benedikt Hollerbach, Lukas Brumme und auch Sebastian Brovca haben alle Einheiten diese Woche mitgemacht und komplett auf dem Platz agiert. Und von daher sind sie im Endeffekt zwar noch nicht 100% fit, aber zumindest einsatzfähig. Nochmal Manfred Schäfer, bitte. Denkst du über einen Torwartwechsel nach? Wie viele machen im Pokal? Ich denke immer über Wechsel nach, ja, und überlege immer, was letzte Woche vielleicht gut war, was nicht so gut war und wie wir da dementsprechend handeln können. Aber es hat jetzt nichts mit dem Pokal zu tun und deswegen ist die Torwartposition nur in Frage gestellt, wenn im Endeffekt auch die Leistung nicht gepasst hätte. Ja, von daher ist da kein Thema bei mir im Moment. Was das Pokalspiel angeht, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich glaube, einmal haben wir es gemacht in Steinbach und es hat nicht funktioniert damals, wo wir gewechselt haben. Aber das hat aber nichts damit zu tun, dass man gewechselt hat, sondern einfach, dass man vielleicht auch ein bisschen das Gefühl gibt, dass damals in Steinbach zumindest die erste Elf nicht auf dem Platz stehen würde. Und deswegen, es gibt bei dem Spiel natürlich nur die bestmögliche Mannschaft aufs Feld zu stellen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann wird das die Mannschaft sein, die am Samstag aufläuft. Mogli, du hast mit Dortmund zumindest eine Fan-Vergangenheit. Es ist keine Vergangenheit. Dann erzähl doch mal, wie das begann. Ich bin seit der Kindheit schon Dortmund-Fan. Ich habe damals meinen besten Freund kennengelernt, der Dortmund-Fan war. Wir waren dann relativ früh im Stadion. Wir waren gemeinsam auf der Meisterfeier. Also ja, Dortmund gehört bei mir einfach dazu. Wie blendest du das aus am Samstag? Ja, ich glaube nicht, dass ich das unbedingt ausblenden muss. Für mich ist es natürlich was Besonderes und ich werde es auf jeden Fall genießen, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt da in irgendeiner Weise zurückziehen würde oder dem Verein gut will. Klar, wenn wir es schaffen sollten, irgendwie Dortmund rauszuschmeißen, dann gibt es für mich absolute Glücksgefühle und keine Träne. Also jubelst du auch beim Tor? Wenn ich dann ein Tor schießen sollte, werde ich definitiv auch jubeln. Ich finde sowieso, dass man immer dieses Nicht-Jubeln und Hände heben, weiß nicht, das gehört einfach dazu im Fußball, die Emotionen, und dann ist für mich immer so ein bisschen ja, verstellen und das ist nicht so unbedingt meins. Die nächste Frage kommt von Michael Maxen von Nitradio FFH. Einmal die Frage an den Trainer, wie wollen Sie es denn taktisch angehen? Ist es so eine Balance aus guter Defensive und immer mal wieder offensiv auf Nadelstiche setzen? Und die Frage an beide, weil der Herr Bockenhaupt ja auch Abwehrspieler ist, geht denn das dann, wenn Reus und Haaland auf einen zukommen? Wie kann man die stoppen? Ja, also ich glaube, dass wir taktisch, und das kann Mokka sicherlich auch bestätigen, wenn wir versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Spiele gemacht in den ersten beiden Partien der Liga. Wir sind da sicherlich auch im Vorteil im Gegensatz zu Borussia Dortmund. Ja, wir sind im Wettkampfmodus schon drin. Das wollen wir natürlich auch ausnutzen. Das ist so dieses kleine Plus, was man eben hat. Wenn man keine EM-Fahrer und keine Bundesliga-Mannschaft ist, dann hat man da sicherlich einen kleinen Vorteil. Und wir wissen, dass wir defensiv sehr, sehr gut stehen im Moment. Und genau das brauchen wir natürlich auch am Samstagabend.
Aber wir wissen auch, dass wir offensiv Akzente setzen müssen, ja? Weil wenn wir nur uns darauf konzentrieren, dass wir den Gegner verteidigen, dann werden sie irgendwann eine Lücke finden. Und deswegen müssen wir sie gucken, dass wir sie beschäftigen, gerade auch in der Defensive beschäftigen, weil wir auch wissen, dass sie da natürlich noch wahrscheinlich das größte Problemchen haben im Moment, weil eben auch der eine oder andere noch angeschlagen ist, verletzt ist oder eben auch EM-Fahrer war. Und das sind natürlich alles so Zusatzpunkte, die wir natürlich ins Auge fassen werden und werden natürlich versuchen, uns offensiv auch dementsprechend zu wehren. Ja, ich glaube, dass es insgesamt einfach auch eine gesamttaktische Sache ist. Also wenn jeder von uns auf sich selber gestellt wäre und wir würden 11 Mal ein 1-gegen-1 auf dem Platz spielen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Der ein oder andere wird mal einen Zweikampf verlieren. Es werden sich mal Lücken ergeben. Es gibt der Gegner einfach her. Wir müssen uns einfach gegenseitig helfen und unterstützen. Mein Sohn hat eben beim Essen noch eine riesen Idee. Der meinte einfach, wenn Haaland wegläuft, soll ich ihm hinterherlaufen und ihn umgrätschen. Da werde ich mich vielleicht dann dran orientieren. Sonja Riegel vom Hessischen Rundfunk. Jetzt war ja die Chancenverwertung das Problem in den ersten Spielen und gegen BVB wird es tendenziell ja noch weniger Chancen geben. Gab es da spezielles Torschusstraining nochmal oder wie soll sich das jetzt ändern? Ja, natürlich haben wir mit der Offensive nochmal separat sogar gestern trainiert, ja, und versucht da eben auch nochmal Laufwege und alles mit einzustudieren und natürlich auch eine gewisse Qualität und Abschlusssicherheit vorm Tor zu kriegen. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir über 30 Abschlüsse hatten in den ersten zwei Spielen. Wir hatten eine unglaublich gute Boxpositionen zum Abschluss zu kommen und das müssen wir am Samstag eben auch hinkriegen. Und wenn wir das hinkriegen, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch wieder groß, dass wir irgendwann da auch diesen Ball über die Linie kriegen. Wir dürfen uns auch nicht verrückt machen, der Knoten wird platzen. Da sind wir uns sehr, sehr sicher. Das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt. Ja, wichtig war, dass wir in der Vorbereitungsphase natürlich eben diese defensive Stabilität, über die viel geredet worden ist und die auch eindeutig zu sehen ist, dass wir die reinkriegen und die Offensivspieler sind zum Teil dann aufgrund von Verletzungen oder eben auch durch zu spätes oder späteres Zukommen dann eben noch nicht ganz so eingespielt. Trotzdem haben wir, wie gesagt, genug Chancen gehabt, um beide Spiele zu gewinnen. Wir müssen beide Spiele gewinnen. Wir hätten auch mindestens in jedem Spiel 2 bis 3 Tore schießen müssen. Das wissen wir, daran arbeiten wir auch und da ärgern wir uns natürlich auch extrem drüber und das gilt aber nicht nur für die Offensive, sondern wir haben auch, wie Sascha gerade auch gesagt hat, wenn er ein Tor schießt, wird er jubeln. Auch Innenverteidiger, die mal ein Tor schießen dürfen. Das ist nicht verboten bei uns. Und wir hatten auch da schon einige Torchancen, was nach Standardsituationen angeht. Und deswegen erwarte ich, dass die Defensive der Offensiven genauso hilft, wie die Offensive im Moment auch der Defensiven geholfen hat, was das kompakte Spiel angeht. Und ich bin mir sicher, dass wir, auch wenn wir die Chancen bekommen sollten, so wie die Häufigkeit in den ersten zwei Spielen war, dann bin ich sehr, sehr zufrieden, weil ich weiß, dann werden wir auch treffen. Und ein bisschen verwegen gefragt, wird Elfmeterschießen trainiert? Haben wir zufälligerweise trainieren müssen am Dienstag, weil das Spiel unentschieden ausgegangen ist. Und dann haben wir das natürlich direkt genutzt, um ein Elfmeterschießen zu trainieren. Es ging 5-4 aus, das heißt, wir haben von 10 Schützen nur einen, der verschossen hat. Und das ist doch schon mal eine gute Quote. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. So. Bitte schön, nochmal Manfred Schäfer. Die irgendwelche Bedenken, dass Spieler ausfallen könnte wegen der Corona-Geschichte bei Dortmund? Nein. Da habe ich mir noch nie einen Gedanken drüber gemacht. Dafür sind ja alle Vorkehrungsmaßnahmen getroffen worden. Wir haben es ja mit Darmstadt auch erlebt. Deswegen wissen wir, wie es ist. Und ich gehe davon aus und habe da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, dass es ausfallen könnte. Ja,